Hallo, ich bin's Beatrice Egli und ihr seht mich jetzt bei Kommentare kommentieren. Der erste Kommentar, meine Sims-Welt. Hi, grüß dich. Das Video ist super. Mit Smiley. Es spiegelt mein Leben gerade. Danke, Beatrice. Wenn es mir schlecht geht, muss ich nur deine Songs hören. Weiter so, Beatrice. Ich hoffe so sehr, dass ich dich mal live sehen kann. Wenn ich weine, dann höre ich deine Songs, dann geht es mir wieder besser. Danke, Beatrice, für alles. Weiter so. Liebe Grüße, deine Jessie. Liebe Jessie, wir können uns live sehen, denn ich gehe ganz, ganz bald 2018 auf meine große Live-Tournee. Und weißt du was? Ich habe noch viel, viel mehr Energie dir zu schenken. Wohlfühlgarantie bei jedem Song auf der ganzen Tour. Ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen. Ja, weiter geht's mit Kommentaren. Sabrina Laurinat schreibt, das neue Lied ist der Hammer. Es hilft mir bestimmt in der einen oder anderen Situation. Aber was ist das immer für ein Gefühl, wenn man ein neues Lied live auf der Bühne präsentiert? Ganz ehrlich, es ist mega, mega aufregend. Also, ich war ja gerade beim Schlagerboom am Samstag live und ich muss sagen, mein Herz war an, aber mein Herz hat auch mega geklopft und ein bisschen schneller als normal. Aber das ist das Schöne. Ich glaube, man wird auch danach so ein bisschen süchtig, dieses Gefühl immer wieder zu haben. Und ich muss nur sagen, das neue Lied ist der Hammer. Finde ich echt toll, dass es dir gefällt. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald live. Weiterer Kommentar. The Royals. Oh mein Gott, es wird königlich bei uns hier. Wie hast du dich gefühlt, als du das fertige Musikvideo zum ersten Mal gesehen hast? Liebe Grüße, Marie aus Hamburg. Freue mich schon riesig auf die Tour 2018. Ich kann es auch kaum erwarten, auf Tour zu gehen, denn Wohlfühlgarantie ist angesagt. Und bis dahin natürlich immer, wenn ihr was macht im Leben, Herz an. Das ist das Allerwichtigste. Und zur Frage, wie ich mich gefühlt habe, als ich das Video gesehen habe, das war ein spezieller Moment, weil auch für mich dann die ganzen Schauspieler, die das gedreht haben mit mir, dann die Geschichten zusammenkamen und es war ein sehr, sehr langer Tag. Und als dann zusammen war, war ich wirklich, ich habe schon beim Drehen bei diesem alten Pärchen, als sie getanzt haben, habe ich Tränen in den Augen gehabt, weil ich so berührt war. Und so ging es mir auch, als ich das Video das erste Mal selber gesehen habe. Ich war wirklich total berührt und dachte, oh, es tut einfach gut zu sehen, dass es jede Generation auch berührt und jede Generation eigentlich mitnehmen kann, das Lied. Ja, der nächste Kommentar, Hella Richter. Wow, ich bin echt geflasht. Super Song, super Video, super Frau. Rundum ein gelungener Song, liebe Beatrice, mit dem du dich in mein Herz gesungen hast. Oh, da wird man ja fast ein bisschen rot. Und das Kleid habe ich, in das Kleid habe ich mich auch verliebt. Hilfe, wo bekomme ich das her? Ja, ich finde, ich habe mich in die Schuhe verliebt. Die waren auch cool. Das Kleid, das ist momentan einfach total in Herzen zu tragen. Deswegen, ne? Ich glaube, es gibt mehrere Shops, wo es Herzkleider gibt. Und weißt du, was ich mich sehr freue? Dass ich eigentlich mit meinem Song dein Herz berühren konnte. Weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste und dafür lebe ich. Dass ich die Herzen berühren kann und vielleicht so ein bisschen dein Leben verändern kann, wenn ich dich dazu motivieren kann, den Kopf auszuschalten und dein Herz anzumachen. Jetzt der Kommentar. Johannes Liebel. Könnte man sich direkt verlieben. Sehr schönes Lied, tolle Idee, direkt wie ein Film zu starten, das Video. Wir sollten alle öfter tun, worauf wir Lust haben und nicht, was andere wollen. Ja, ich glaube, du hast die Message total verstanden von dem Song. Kopf auszumachen, Herz an und einfach das machen, was einem gut tut. Und ja, es war echt so die Idee bei diesem Video, das allererste Mal was ganz, ganz anderes zu machen. Das gab es bisher noch nie bei mir und wir sind ja immer wieder bemüht, was Neues, Kreatives einfallen zu lassen. Und mir war es total wichtig, mal ein Musikvideo nicht mit der Musik zu starten. Denn es geht über eine Minute natürlich um die Menschen. Und die Menschen in allen Generationen, in allen Situationen des Lebens. Und es freut mich, dass es dir gefällt. Denn es war ein sehr, sehr aufregender Moment, weil viele dachten erst so, ist denn das jetzt das Musikvideo von Beatrice oder nicht? Und umso schöner, wenn es dir gefällt. Am liebsten würde ich gar nicht aufhören, eure Kommentare zu lesen und zu kommentieren, aber ja, irgendwann ist es vorbei. Aber für mich nicht. Ich werde, sobald die Kamera aus ist, weiter eure Kommentare lesen, denn ich kriege nicht genug und ich freue mich ganz, ganz dolle über weitere Kommentare. Ich hoffe, bis ganz bald und sage Tschüss zusammen, eure Beatrice.